Hallo, ich bin die Ingrid. Ich bin Pörtlerin hier im Kartim-Klinikum und ich habe an der Charité Berlin studiert. Ich bin Medizinstudentin im praktischen Jahr. Das nennt man dann Pörtlerin. Ich war davor in meinem ersten Tertial in der Chirurgie und jetzt bin ich in der Radiologie. An erster Stelle mit dem Assistenzärzte, die mich ja betreuen soll und die mir auch sehr viele Sachen beibringen. Aber auch mit dem Oberärzte bei der Besprechung. Ich habe das Gefühl, also in Berlin, da gibt es immer so viele Medizinstudenten und ich habe immer das Gefühl, dass ich so ein bisschen untergehe. Hier ist es halt absolut nicht der Fall. Ich habe das Gefühl, überall, dass ich gebraucht werde. Viele haben mir am Anfang zu mir gesagt, sie haben halt Angst, weil ich Ausländerin bin und dann hier in Cottbus, wie ich dann hier unterkommen soll. Aber ich habe festgestellt, ich wurde hier sogar freundlicher behandelt als in Berlin, wo so viele Ausländer gibt. Also es hat sich nicht bestätigt, was man am Anfang gesagt hat über Cottbus in Berlin. Diese klassische irgendwie so Ärzte gegen Schwester und so, das finde ich hier nicht. Und das finde ich sehr schön. Also das zeugt eine sehr gute Arbeitsklima und Atmosphäre, wo man halt wirklich da drin als Mensch auch gedeihen kann und irgendwie weiterkommen kann.